Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin, also lass uns zocken. Schön, dass du da bist. So. Wohin? Ich hab ihn nicht mehr erzählt. Ich komme jetzt zur Kabine 510. Also hier ist definitiv. Hier ist nichts. Nicht hier. Es schauen noch nicht genug Leute zu. Ja. Okay. Cybersnift 2000. Hier ist auch wieder so ein Poster. Achtung bitte. Eine Durchsage. Nur weil das Achterdeck auch Pupsdeck genannt wird, brauchen Sie doch nicht unbedingt einen fahren zu lassen. Die Möwen hinter dem Schiff stehen schon reichlich grün auf. Aber was machst du in einem Behälter voller Bowlingpins? Nehmen? Du musst dir doch nicht jedes einzelne Teil auf diesem Schiff unter den Nagel reißen, oder? Doch, ja. Nein, du musst dir nicht jedes einzelne Teil auf diesem Schiff unter den Nagel reißen. Doch. Ich bin Larry Miner. Okay. Zerbrechen, öffnen, leckern, öffnen. Fühlen, klopfen, träumen, drücken, melken. Alles scheiße. Das bringt dich keinen Schritt weiter. Aber melken. Ja, genau. Moment, Moment. Aber mit denen kann man nicht. Sind da vier. Aber hier. Das wird jetzt echt komisch. Wenn du meinst, das schaffst du. Ehrlich? Der nächste. War es schön für dich? Hey, warum sind wir raus? Boah. Das ist die Milde der Bibermilch. Hat es dir gefallen? Ach ja, wir haben noch den Koffer von Drew Barrymores Koffer birgt nur wenig Kleid. Okay. Gehen wir nochmal zu Drew und gehen wir in den Koffer. Tut mir leid, Kumpel, aber hier ist Ende für dich. Ja, nun wieder. Was denn jetzt? Na du kannst so nicht in den Pool. Wie? So? Na so eben, du weißt schon, mit dem Koffer. Wirklich? Und warum nicht? Befehl vom Purser. Du könntest dich ja heimlich anziehen oder sowas. Okay, in Ordnung. Kann ich ihn dann hier lassen? Passt du für mich drauf auf? Kumpel, sehe ich aus wie ein Gepäckschalter? Ach was, weil du's bist. Okay, lass ihn hier. Willst du wieder deinen kleinen Freund? Schätze schon. Ich hab mich irgendwie dran gewöhnt. Ah, solange das keine Sucht wird. Lass uns mal unterhalten. Hallo, Drew. Oh, Tag, Larry. Was macht das Törö, Trompeten? What? Was ist wieder mit... okay. Müssen wir nicht. Drew, ich hab deinen Koffer. Wirklich? Wo ist er denn? Ich musste ihn im Umkleideraum lassen. Los! Aber Larry, dann muss ich ja völlig nackt über das Deck promenieren und jedem hier meinen knackigen, braunen, durchtrainierten, nackten Körper zeigen. Klasse! Oh. Hey, Larry, aus dem Weg! Ja, aber Larry... So, da sind wir, Dummy. Sieht so toll, aber geräumig. Okay, Larry. Gib mir nur eine Minute. Ich spring schnell unter deine Dusche und wasch mir die Sonnencreme ab. Oh Mann, diese Folge findet ihr auch. Ach,
Wasserdampf ist jetzt nicht das Einzige, was aufsteigt. Bleib locker, Mary. Bleib locker. Jetzt hast du schon so weit. Wenn du sie jetzt noch irgendwie aus der Dusche rausbekommst. Du, kommst du bald raus? Eine Minute noch, Larry. Ich muss noch diese Lotion abkriegen. Wenn die sagen wasserfest, dann meinen die das auch. Ah, war ja klar. Komm schon. Lecken ist keine Lösung. Kommt doch wohl ganz auf das Problem an, Schlaumeier. Achtung bitte, eine Durchsage. Würde die Person, die sich das Rettungsboot ausgeborgen hat, es bitte zurückbringen? Sie dürfen das erste Hilfeset behalten und wir werden keine weiteren Fragen stellen. Ende der Durchsage. Es gibt vielleicht etwas, das du in diesem Spiel melden kannst. Aber das ist es nicht. Okay. Diese Blätter nehmen, essen, necken, öffnen, fühlen. Das fühlt sich gut an. Hab mir eigentlich noch irgendeine Tür, die verschlossen war? Das haben wir auch immer, das haben wir gemacht, unsere Kabine. Sind wir jetzt schon? Ich bin's. Kann nicht sein. Nein, ich bin. Oh! Nein! Tschüss! Ach komm! Da waren wir. Der Balsam. Moment. Moment. Hausmeisterschlüssel. Dieser Schlüssel öffnet ja fast alles in diesem Schiff. Aber nicht das. Komm schon. Dieser Schlüssel öffnet ja... Ja, nee, ehrlich. Oh, warte mal. Dieser Schlüssel öffnet ja fast alles in diesem Schiff. Aber nicht das. Oui, Larry! Und Jason? Hey. Oh, wir sind gut dabei. Türen. Verzeihung. Und? Hm? Bereit für das nächste? Klar. Schau mal, ein Weißkopfadler. Aber es sieht nicht so aus. Ich finde schon. Naja, du kannst es behalten, okay? Ja, Gleitcreme. Ich bin mir sicher, dass das für Bowling ist. Aber wie ich das anwenden soll... Das ist das offizielle Deodorant. Deodorant, okay. Deodorant. Keine Ahnung. Nee, warte mal. Bleib hier. Benutze. Feuchte. Das ist kein Schlag. Ballon. Das ist kein Ballon. Bist du Ballon? Ich hab keinen Ballon. Das ist kein Ballon. Das ist kein Ballon. Also, Gleitcreme willst du nicht haben. Dio willst du nicht haben. Klopapier brauche ich nicht. Liebermilch brauche ich selber. Taschentuch? Das ist kein Ballon. Boah, du bist langweilig. Dann schämen wir es noch aus, was das ist. Das ist kein Ballon. Das ist kein Ballon. Ich hier, danke schön. Warte mal, ich habe was Neues gelernt.
Nicht schon wieder. Aber jetzt der Asche nicht. Immer wieder das Gleiche. Schau mal, ein Weißkopfadler. Aber es sieht nicht so aus. Hm, ich finde schon. Naja, du kannst es behalten, okay? Ja. Oh Mann, noch ein Biberwitz. Also... Oh nein! Nein. Oh schade. Ich will nicht das Gleiche nochmal haben. Was? Hier ist immer Biberwitz. Ich hab was mit Biber immer zu tun in den Spielen. Biber melken, Biber Milch. Ausgestopften Biber. Muss mit denen doch auch was sein, oder? Achtung bitte, eine Durchsage. Alle Teilnehmer am 24-Stunden-Hamster-Tauschwettbewerb vorige Nacht mögen sich bitte in der Krankenstation einfinden. Hör auf, die Leute zu... Das brauchst du. Was kann man noch? Fernbedienung, Ausweis, Fiskarte, nein. Mappenfahrt? Nee. Oder auch ich selbst. In diesem Spiel soll... Warte mal, was wolltest du sagen? Ich hab da gedacht. Ja. In diesem Spiel solltest du es dir verkneifen, fremde Leute mit Deo einzusprühen. Okay. Wo ist denn nicht Peggy? Hallo, Peggy? Hi, Miss Peggy! Ich bin zurück! Nur sieh einer an! Wie der Laberfeld persönlich! Top! Dann auch wieder. Wir sehen uns später, Miss Peggy! War mir ein verfluchtes Vergnügen! Mal, oh Martin, wir haben doch schon Bibermilch. Benutze, hier, wo war das? Bibermilch. Nochmal, Larry. Was? Dir fehlt was. Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes Mal, wo ich mir das anhören muss. Nein, dir fehlt eine entscheidende Zutat, um Käse machen zu können. Oh. Das. Ja, klar, Schimmel. 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 Nee, Moment. Kann man vielleicht... Cybersniff 2000. Das ist hier. Okay. Hier sieht's aber... Der Nieswächter ist unverzichtbarer Bestandteil eines modernen Buffets ohne Bedienstete. Auf dem Tisch siehst du nur noch Krümel, Schlagsahneflecken und kleine Plastiksurfer. Du meinst? Ja. Das Nachtischtesten ist vorbei. Dieser gesamte Bereich riecht nach Schokolade. Okay, Schokolade ist doch lecker. Da. Daran willst du lecken? Klar. Richtig riechen. Fühlen? Was ist das denn hier? Eine Pickelserie im RTL-Vorabendprogramm? Die Überreste des Schokoladenelches bilden eine klebrige Pfütze in der Mitte des Tisches. Der gesamte Raum riecht nach Schokolade. Pass lieber auf, Larry. Wenn du zu viel Schokolade naschst, musst du in deinem nächsten Spiel wieder Fitnesstraining machen. Wie in Leisure Suit Larry 3, Passionate Patty in Pursuit of the Pulsating Pectorals. Überall erhältlich, wo man Software gegen Bares eintauscht. Keine Werbung. Scheiße.
Das bringt dich... Ja, okay. Nehmen, zerbrechen geht nicht. Das Schirmmesser. Hör auf, die Leute zu bedrohen. Boah. Wenn du... Boah. Der Cyberpalm 2000 ist keine echte Palme, sondern nur eine unglaubliche Simulation. Dieser Tisch hat einen Preis gewonnen in der Kategorie Bestes Möbelstück in Form einer tropischen Insel. Du erinnerst dich lebhaft daran, wie du durch diesen Schacht gekrabbelt bist, als du im Dunkeln in dieses Zimmer kamst. Also hier ist doch nichts. Kann man noch weitergehen? Der Cyber... Faszinierend, was man mit Druckformguss alles machen kann. Cybersniff 2000. Hä? Was? Gefaltetes Blatt nehmen. Das kann man unmöglich gesehen haben, das ist doch... Faszinierend. Muss ich jetzt mir alles... Faszinierend. Achtung bitte, eine Durchsage. Alle Teilnehmer am 24-Stunden-Hamster-Tauschwettbewerb vorige Nacht mögen sich bitte in der Krankenstation einfinden. Wofür haben wir eigentlich das hier? Stimmt's. Diese Lebensversicherungspolice in Höhe von 1 Milliarde Dollar ist ausgeschrieben auf Aristoteles K. Ambumsen. Als Begünstigte wird Annette B. Ambumsen angegeben. Die Police verströmt einen äußerst schwachen... Ambumsen, hey, hallo? Dieses Taschentuch aus feiner Seide mit den eingestickten Initialen AA verströmt einen schwachen Duft. Annette Ambumsen. AA. Letzten Sommer waren Norbert und ich auf einer Grillparty. Dort bemerkte ich in der Nähe des Podiums einen alten Hund, der sich ableckte. Ich lehnte mich zu Norbert und sagte, ich wünschte, ich könnte das auch. Darauf Norbert, also Chef, ich weiß nicht, die Haare und das alles. Ich bleib lieber beim Papier. Naja. Was ist der Unterschied zwischen einem alten Mann und einer Anstecknadel? Es gibt keinen. Je älter sie werden, desto schwerer kriegt man sie wieder runter. Nicht wahr, Honey? Okay, warte mal. Können wir vielleicht noch mal spielen? Vielleicht kommt sie... Keine Ahnung. Ich will noch mal mit ihr zocken. Wollte nicht mal gewinnen. Hier ist meine TLP-Punktekarte. Schreib einfach den Wert von ein paar hundert Chips auf mein Zimmer. Machst du das, Kerlchen? Wird mich glücklich machen. Natürlich, Monsieur. Vielleicht funktioniert das tatsächlich. Alles auf Kommen. Bei dem Stichwort. Wie kann ich da verlieren? Jawohl, Monsieur. Sofort, Monsieur. Hier sind die Würfel. Amerikanisches Arschloch. Die hat gesagt, ich kann kommen, wenn ich Geld habe. Ich habe kein Geld. Aber wenn ich gewinne, dann habe ich Geld. Klingt das logisch? Ja, oder? Ja, genau. Die benutzen wir. Hier haben wir immer noch. Also hier, zack. Benutze gezinkte, ne? Heißen die? Wo sind die denn? Klopapier, Schrauben, Verbindung, lebenssichere, reguläre Würfel. Hab ich jetzt... Da! Ich hasse das, ehrlich. Gezinkte Würfel. Los jetzt, komm. Ihr weißen Täubchen! Macht's nochmal! Und tauch auf, bitte! Ich will nochmal machen. Diesmal werde ich aber... nicht verlieren. Ja! Larry! Nochmal! Mach! Gib alles! Ja, ja, ja! Und merci. Danke, dass Sie mit Jacques eine Partie Krapse gespielt haben, Monsieur. Au reservoir. Was? Gib mir die Würfel! Ich gehe noch nicht! Ich setz nochmal! Oh nein! Es gibt ein Limit von 3 Gewinnrunden pro Spieler. Regel des Hauses, verstehen Sie? Hier sind Ihre Gewinne. Bonne nuit, gute Nacht und noch viel Glück. Aber davon habe ich noch nie gehört.
Ach, wissen Sie, das hängt mit unserer Politik zusammen, den Tisch auch mit jenen Seelen zu teilen, die unglücklicher und glückloser sind. Natürlich steht es Ihnen frei, wiederzukommen. Später, amerikanisches Arschloch. Okay, Moment. Inventory. Yes! Ein Haufen Knete. Deine Glückssträhne beim Krabs hat dir stolze 500 Mark eingebracht. 500 Mark. Oh, gute alte D-Mark. Okay. Wer ist da? Ich bin's, Larry. Larry Laffer. Ja. Du erinnerst dich? Klar. Immer noch pleite? Mitnichten, Baby. Ich bin voll aufgetankt und bereit zur Liebe. Das können wir ändern. Komm rein. Wie wär's mit einem Drink, Larry? Ach, weißt du, im Moment bin ich nicht so durstig. Okay. Setz dich. Mach's dir bequem, Larry. Großartig. Was dagegen, wenn ich mir die Schuhe ausziehe? Schon gut. Weißt du, wie man Strip-Lügen spielt, Larry? Nein, aber das werde ich schon rauskriegen. Fangen wir an. Wir spielen mit dem, was wir jetzt anhaben. Okay? Na klar. Dann los. Lass knacken. Auf geht's, Baby. Es ist deine Wette. Wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, wie immer, habt einen schönen Tag.